Das Jahr 1939 und der Kriegsausbruch änderten auch an den Bauarbeiten am Obersalzberg einiges. Die Lastkraftwagen unterlagen einer Treibstoffkontingentierung und das Baumaterial konnte nicht in gewohnter Weise geliefert werden. Trotzdem trieb Burmann die Materialbeschaffung voran, indem er die gesamten Baumaßnahmen auf dem Obersalzberg als kriegswichtige Sonderbaumaßnahme des Führers einstufte. Während man im gesamten Reich alle wehrdiensttauglichen Männer zum Kriegsdienst heranzog, wurden Fachkräfte am Obersalzberg durch dringliche Bescheinigungen zurückgestellt. Nur eine Einschränkung war beim Bau der Straße Oberau-Roßfeld-Klaushöhe zu bemerken. Die Arbeiter und Ingenieure wurden entweder zur Wehrmacht oder zur Organisation Tod eingezogen. Nur ein kleiner Trupp zur Ausführung der unbedingt erforderlichen Restarbeiten wurde weiterhin dort beschäftigt. Darüber hinaus begannen im Februar 1939 sogar die Planungsarbeiten für die Wohnsiedlung Klaushöhe, etwa 1 Kilometer östlich des Platterhofs. Eine Mustersiedlung wollte Burmann, mit allen erdenklichen Extras. Hier sollten die Angestellten der Verwaltung Obersalzberg und der SS-Verwaltung wohnen. Linientreue Parteigenossen. Immer wieder versuchte Speer, Burmanns Bauwut Einhalt zu gebieten. Doch vergebens. Alle Bauten auf dem Obersalzberg liefen unter dem Decknamen Führerbauten. Und für die musste alles getan werden. 14 Einzelhäuser und 5 Reihenhäuser wurden gebaut. Heute stehen davon nur diejenigen, die vom Bombenangriff verschont blieben. Etwa 1 Kilometer östlich davon wurde zeitgleich mit dem Bau einer zweiten Wohnsiedlung begonnen, Buchenhöhe. Die Finanzierung dieser Bauten erfolgte durch die Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft. Die Siedlung sollte in ihrer Art außergewöhnlich werden. Schule, Kaufhaus, Gaststätten, Großwäscherei und eine Fernheizung, die alle Gebäude des Obersalzbergs versorgen sollte, waren geplant bzw. fertiggestellt worden. Zum Bau des Fernheizwerks wurden monatlich bis zu 6000 Tonnen Stahl verwendet. Eine ungeheure Menge, die für die Rüstung so dringend benötigt worden wäre. Erst im Jahr 1942, nachdem die deutschen Truppen durch die Gegenoffensive der Roten Armee zurückgedrängt wurden, spürte man auch am Obersalzberg etwas vom Kriegsgeschehen. An verschiedenen Positionen des Berchtesgadener Talkessels wurden jetzt Maßnahmen für die Flugabwehr getroffen. Alle kriegstauglichen Arbeitskräfte wurden an die Front versetzt, die entstandenen Lücken durch Arbeiter aus den besetzten Gebieten gefüllt. Besonders von den ausländischen Arbeitskräften wurde die sogenannte P-Baracke in der 6 Kilometer entfernten Unterau angenommen. Schon während der Bauarbeiten am Kielsteinhaus wurde dieses Bordell von Burmann genehmigt, um die weiblichen Arbeitskräfte in den Kantinen von Belästigungen durch die Arbeiter zu verschonen. Da Prostitution durch Reichserlass verboten war, arbeiteten in dem Etablissement vornehmlich Mädchen aus Italien und Frankreich. Im Frühjahr 1942 begann der Bombenkrieg auf die deutschen Städte. Nachdem mehr und mehr auch die süddeutschen Städte Ziel der alliierten Luftangriffe waren, wurde auf Befehl Burmanns im Juli 1943 mit dem Bau einer Luftschutzanlage auf dem Obersalzberg begonnen. Zunächst sollte nur ein Bunker für Hitler und Eva Braun errichtet werden. Der damalige Stollenbauingenieur Pretzel erinnert sich. Zuerst ist der Hitler-Bunker gebaut worden. Und dann hat der Burmann gesagt, er braucht einen Schutz für seine Leute. Und dann ist es immer weitergegangen, immer größer, immer wieder ein Stück dazukommen. Zuerst auch für die Platterhof-Insassen. Die sind immer mehr geworden, die brauchten immer mehr Platz. Nicht? Wurde immer wieder ein neuer Stollen neu ausgesprengt und wieder neu ausbetoniert.
Es waren ja keine Pläne vorhanden, weil alles geheim war. Man musste ja wieder nachfragen, wie geht es jetzt weiter. Und da haben sie wieder einen Stollen dazu gemacht, weil der Platz nicht ausgereicht hat. Bis zum Kriegsende schuf die Stollenbaukompanie auf dem Obersalzberg 5700 laufende Meter Stollen und insgesamt an die 100 Kavernen. Mit der Landung der Alliierten in der Normandie Mitte 1944 stand Deutschland der von Stalin schon lange geforderte Zweifrontenkrieg bevor. Unter dem Oberbefehl von General Eisenhower landeten innerhalb von 6 Tagen 326.000 Mann in der Normandie. Unter dem Decknamen Overlord wurde die Festung Europa mit 6.697 Schiffen, 14.600 Bombern und Jagdflugzeugen angegriffen. Am 14. Juli 1944 verließ Hitler den Obersalzberg und bezog sein Hauptquartier in Rastenburg in Ostpreußen. Als er den Obersalzberg verlassen hat, soll er gesagt haben: "Ich komme entweder als Sieger zurück oder ich werde den Berg nie wiedersehen." Ortswechsel. Führerhauptquartier Berlin. Im Februar 1945 fordert Bormann von Großadmiral Dönitz einen der neuesten Funkwagen für den Obersalzberg an. Dieser bezieht oberhalb des Platterhofs am sogenannten Klingeck Stellung und wird sofort einsatzbereit gemacht. Von hier aus konnten mit überdurchschnittlicher Sende- und Empfangsleistung verschlüsselte Nachrichten gefunkt werden. Durch den Hinweis eines ehemaligen Funkers, der in den letzten Wochen des Krieges am Obersalzberg stationiert war, konnten wir vor kurzem eine unterirdische Anlage ausfindig machen, deren ursprünglicher Zweck bis heute ungeklärt ist. Nur wenige Meter unter der Erdoberfläche entdeckten wir einen Gewölberaum von ca. 100 Quadratmeter. Der ursprüngliche Zweck der Anlage bleibt wohl für immer eines der vielen ungelösten Rätsel des Obersalzbergs. Die gegen Kriegsende erfolgte Zerstörung des Obersalzbergs durch die alliierten Streitkräfte erfolgte nach den Angriffsplänen, die bereits 1944 vollständig ausgearbeitet vorlagen. Da wegen der strengen Sicherheitsmaßnahmen am Obersalzberg die Spionage nahezu unmöglich war, hatten die Geheimdienste der Alliierten nur ungenaue Beschreibungen des zu bombardierenden Gebiets. So kam es, dass die Amerikaner das Kielsteinhaus zum wichtigsten Angriffsziel ernannten. Sekundär war Hitlers Berghof, der auf den Angriffsplänen fälschlicherweise auch noch als Wachenfels angegeben war. Schon immer vermuteten die Amerikaner unter dem Kielsteinhaus ein unterirdisches Machtzentrum. Am 25. April 1945 um 9.35 Uhr flogen 318 Lancaster-Bomber der Royal Air Force einen 3 Stunden dauernden Angriff auf den Obersalzberg. Die quadratische Gebäudeanordnung in der Mitte des Bildes zeigt die SS-Kaserne, darunter der Platterhof. Hermann Göring, der 2 Tage zuvor aufgrund einer Intrige Bormanns in seinem Haus am Obersalzberg verhaftet wurde, erlebte den Angriff in seinem Bunker unter dem Haus. Seine ehemalige Haushälterin erinnert sich. Bei den ersten paar Bömmchen war schon oben Wasser und Strom weggeschlagen, durch Bombentrichter zerstört. Und nun saßen wir da unten in der Finsternis, Kerzen waren auch nicht genügend zur Hand. Und die ganze Bewachung mit runter, wir waren über 120 Personen unten. Die Kinder hatten Durchfall und vor lauter Aufregung. Es war ein katastrophaler Zustand. Und nachdem die große Welle vorbei war, dachten wir, es wäre vorüber. Und dann ging es noch einmal deftig los. Es war ein wahnsinniger Druck unten, weil die Letzten nicht die Türen oben zugemacht haben, die festschließbaren Türen. War ein wahnsinniger Druck in dem Kanal unten und hat immer wieder unsere Kavernentür aufgeschmissen. Kinder waren außer Angst
fast blöd. Mama, Mama, Mama und nichts weiter als das. Auch die Großen fingen schon an, Panik zu bekommen. Naja, und dann waren wir unten. Mussten bleiben bis Mittwoch war der Angriff, Donnerstagnacht zu Freitag. Auch im Bunker des Berghofs suchten die Angestellten, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs noch in Hitlers heimlichem Regierungssitz aufhielten, Zuflucht. Das ehemalige Hausverwalter-Ehepaar Mittelstraße erinnert sich. Damals sind die Angestellten von der Reichskanzlei Berlin schon zu uns runtergekommen. Gell, aus Sicherheitsgründen. Weil bei denen drüben ja noch schlimmer zugegangen ist. Gell. Und wir da bei dem Angriff alle im Bunker sind, wollten die Berliner nicht runtergehen. Weil sie gesagt haben, geh bei euch, da passiert doch nichts. Und dann sind wir alle Treppen runter, also wir sind schon drunk gewesen. Er war der Letzte. Er hat dann über die letzten Treppen, hat ihm der Luftdruck schon runtergehauen. So hat es gewirkt. Die Bunker am Obersalzberg, wenn auch weit überdimensioniert, waren also doch nicht umsonst gebaut worden. Über 3000 Arbeiter fanden in den Bunkern sicheren Schutz. 8 Menschenleben hatte der Angriff gefordert. Ohne die Luftschutzanlagen am Obersalzberg wäre es wohl weit mehr gewesen. Als Hitler in seinem Führerbunker in Berlin die Meldung von der Zerstörung des Berghofs erhielt, war der Kampf um die Reichshauptstadt bereits in seiner apokalyptischen Endphase. Die Russen standen bereits im Zentrum Berlins. Am Obersalzberg zeigte sich ebenfalls ein Bild der Verwüstung. Der Berghof war verhältnismäßig gering getroffen worden. Bormanns Haus, hier links im Bild, hatte einige schwere Treffer hinnehmen müssen. Auch der Platterhof, hier im Hintergrund, war schwer beschädigt, konnte aber in den darauffolgenden Jahren wieder instand gesetzt werden. Zur Zeit des Angriffs wurde der Platterhof übrigens als Lazarett genutzt. Die SS-Kaserne, der Kasernenhof und die Dienstwagenhalle wurde ebenfalls getroffen. Auch das Haus von Göring wurde schwer getroffen. Dass das Kielsteinhaus als Angriffsziel Nummer 1 unbeschädigt geblieben war, kann nur durch die exponierte Lage auf dem Gipfelgrat des Kielsteins erklärt werden. Schon wenige Tage nach dem Angriff begannen die Plünderungen. Der Reichssicherheitsdienst, die Verwaltung Obersalzberg und die SS hatten sich aufgelöst. Den letzten verbleibenden SS-Wachen wurde angeordnet, dass die Einheimischen alles Brauchbare aus dem Berghof mitnehmen dürften. Die Angehörigen fuhren heimwärts oder versteckten sich in den umliegenden Bergwäldern. Teilweise wurde das Mobiliar mit Lastwagen aus dem Fuhrpark der Verwaltung Obersalzberg abtransportiert. Hitlers persönlicher Adjutant Julius Schaub hatte den Auftrag, alle Privatunterlagen des Führers zu vernichten. Auf der Terrasse des Berghofs verbrannte Schaub bündelweise Briefe von Hitlers Nichte Geli Raubal, Zeichnungen und Skizzen des Führers und andere Privatunterlagen. Dann verließ er als letzter den Berghof. Am 1. Mai 1945 zündeten SS-Männer den Berghof an. Noch immer aber war der mysteriöse Funkwagen in den Wäldern des Obersalzbergs und sendete unaufhörlich verschlüsselte Nachrichten. Diesmal allerdings nicht nach Berlin. An jenem Tag, Anfang Mai 1945, an dem die Funker zum letzten Mal kodierte Funksprüche vom Obersalzberg sendeten, wurden stundenlang Namenslisten gefunkt. Und dann kam die letzte Meldung. An Sargo und Luna. Verlagerung von GK nach GS. Krokodil stillgelegt. Abmeldung erfolgt. Bei Sargo handelt es sich, Informationen eines damaligen Geheimdienstmitarbeiters zufolge, um den Codenamen des Chefs des SD-Spionagerings in Argentinien. Luna, ebenfalls ein Codename, war in der sogenannten Abwehr unter Admiral Canaris in Südamerika tätig.
Dass sich noch bis 1946 zahlreiche NS-Funktionäre nach Südamerika abgesetzt haben, ist längst bekannt. Welche Namen auf den Listen standen, wird für immer ein Rätsel bleiben. Das waren jedenfalls die letzten Funksprüche aus dem untergehenden Dritten Reich. Wenige Tage später marschiert die 101st Airborne Division der Amerikaner nach der kampflosen Übergabe durch den Landrat in Berchtesgaden ein. Über die steile Obersalzbergstraße ging es zunächst dem unbekannten Ziel entgegen. Am Postenhaus angekommen, bot sich den Besatzern ein Bild der Zerstörung. Wieder wurde der Obersalzberg zum Sperrgebiet erklärt, diesmal allerdings von den Amerikanern. Wie die Bunkeranlagen im Mai 1945 von den Amerikanern vorgefunden worden sind, zeigen diese Aufnahmen eines alliierten Kriegsberichterstatters. Hitlers Bunker war mit allen erdenklichen Extras ausgestattet. Ein Hundezwinger für Lieblingshund Blondie. Kavernen für die zahlreichen Kunstschätze Hitlers. Ein Raum für die wertvolle Schallplattensammlung Hitlers. Insgesamt hatte der Bunker eine Fläche von fast 1000 Quadratmetern. Die Luftschutzanlagen auf dem Obersalzberg wurden unter ungeheurem Zeitdruck gebaut. In nur 8 Wochen wurde in Hitlers Bunker der 130 Meter lange Hauptstollengang mit den anliegenden Kavernen samt Vertäfelung und Möblierung fertiggestellt. Die Bunkeranlagen waren bis dahin von den Plünderern relativ verschont geblieben, sehr zur Freude der Besatzer. Das Kielsteinhaus war aufgrund seiner abgelegenen Lage von den Plünderern bis zu diesem Zeitpunkt völlig unversehrt geblieben. Binnen weniger Wochen sollte das gesamte Inventar zum Beutegut der Amerikaner werden. General Taylor notierte damals in sein Tagebuch: Bud Harper konnte der zunehmenden Plünderungen nicht Herr werden. Colonel Sink versammelte eine Teileinheit und mahnte sie in meinem Namen, dass Plündern verdammt nah mit Diebstahl zusammenhängt. Der Obersalzberg und das Kielsteinhaus wurden von meinen Männern regelrecht demontiert. Bis 1948 lag der Obersalzberg in den Händen der Besatzer. Als die Amerikaner den Obersalzberg an den bayerischen Staat zurückgaben, machten sie die Sprengung der Ruinen der NS-Potentaten zur Bedingung. Daraufhin wurden am 13. April 1952 auf Beschluss der bayerischen Regierung die Ruinen des Berghofs und der Häuser von Burmann und Göring gesprengt und abgetragen. Die Amerikaner nutzten den Platterhof und den Gutshof als Unterkunfts- und Verwaltungsgebäude der AFRC, eine Art Erholungszentrum für US-Soldaten und deren Angehörige. Die glamouröse Ausstattung der Hotels wurde den Bedürfnissen der amerikanischen Soldaten angepasst, die Instandhaltung auf das Nötigste beschränkt. ...1996 fällt das letzte der unter amerikanischer Verwaltung gehaltenen Gebäude an den bayerischen Freistaat zurück. Nach über 50 Jahren amerikanischer Verwaltung übernimmt der Freistaat die Liegenschaften in einem desolaten Zustand. Nach der Übergabe sind Renovierungsarbeiten in Millionenhöhe nötig. Doch hierfür will man keine Gelder zur Verfügung stellen. Die Objekte sollen in unrenoviertem Zustand verkauft werden. Für den General Walker, ehemals Platterhof,
melden sich Interessenten aus dem Ausland. Doch die Regierung ist über die Art der Nutzung des Hotels durch den neuen Besitzer skeptisch und will nicht verkaufen. Am 1. Mai 1999 pachtet die Gewerbegrund GmbH aus München ein rund 50 Hektar großes Areal, das sich vom ehemaligen Haus Göring bis zum Platterhof und hinunter zum Gutshof erstreckt. Auf dem Eckerbichel, ehemals Göringhügel, soll ein Luxushotel gebaut werden. Zunächst will man sämtliche Ruinenreste des Landhauses von Göring, der SS-Kaserne, des Berghofs und des Platterhofs beseitigen. Die unterirdischen Bunkeranlagen der ehemaligen SS-Kaserne sollen zugeschüttet werden. Noch im Herbst des gleichen Jahres beginnen die Abbrucharbeiten der Ruinenreste von Görings Haus. Ein halbes Jahr später werden das Gelände der ehemaligen SS-Kaserne eingeebnet und die Zugänge zu den Bunkern verschüttet. Mit einem Teil des Abbruchmaterials werden auch die Ruinenreste des ehemaligen Berghofs zugeschüttet. Den Abbruch des Platterhofs konnte auch eine Bürgerinitiative nicht mehr verhindern. Während der Entkernungsarbeiten finden wir unter dem Verputz die ursprüngliche Holzdecke des alten Steinhauslehens. Hier eine alte Aufnahme der Gaststube aus dem Jahr 1920. Die Jahreszahl 1671 deutet auf einen Umbau des alten Lehens hin. Angesichts dieser Jahreszahl ist es unverständlich, dass das Gebäude nicht unter Denkmalschutz genommen wurde. Dadurch wäre nicht nur die alte Bausubstanz des Steinhauslehens erhalten geblieben, sondern vielleicht auch der Platterhof von seinem Abriss verschont geblieben. Trotz verschiedener Kaufangebote in Millionenhöhe wurde wertvoller Marmor an Tür- und Fenstereinfassungen verschreddert. Für die Gewerbegrund GmbH ein gutes Geschäft, denn der 99-jährige Erbrechtsvertrag mit dem Freistaat Bayern beinhaltet sogar die Rückerstattung der Abrisskosten. Dass die auf dem betreffenden Gebiet liegenden Gebäude und Ruinen vollständig beseitigt werden und das Abbruchmaterial keiner weiteren Verwendung zugeführt werden darf, war ebenfalls Bestandteil dieses Vertrags. Das Atelier Speers, das vom Bombenangriff unversehrt geblieben war, fällt ebenfalls in den Einflussbereich der Gewerbegrund GmbH. Speers Privathaus hat seit 1945 mehrfach den Besitzer gewechselt und gehört heute einem Privatmann. Das Kielsteinhaus wird seit 1952 vom Freistaat Bayern an die Sektion Berchtesgaden des Deutschen Alpenvereins verpachtet und als Gastronomie unterverpachtet. Ebenso wird das Hotel zum Türken, wie schon vor dem Dritten Reich, als Gastbetrieb genutzt. Das Anwesen konnte 1948 von den ehemaligen Besitzern wieder zurückgekauft werden und ist seither in deren Privatbesitz. Lediglich das ehemalige Gästehaus Hoher Göll ist renoviert und unlängst einem neuen Verwendungszweck zugeführt worden. Seit 1999 wird dieses Gebäude als Dokumentation Obersalzberg genutzt. Doch was ist mit den anderen Gebäuden aus dem Dritten Reich? In den Bunkeranlagen ist die Zeit seit dem Kriegsende stehen geblieben. Der Grundriss war bei allen Ausführungen damals gleich. Die Stollenbreite und die Höhe ebenfalls.
Am Ende jedes Gangabschnitts waren Schießscharten angebracht, die gleichzeitig als Druckpuffer explodierender Bomben dienten. Jede der Bunkeranlagen verfügte über mehrere Gasschleusen mit den dazugehörigen Dekontaminationskammern. Hier konnten bei eventuellen Verseuchungen Personen durch Waschungen und Medikamente behandelt werden. Die Kavernen der Anlagen waren 3,50 Meter breit und 2,80 Meter hoch, wobei die Länge zwischen 12 und 15 Meter variierte. Sie waren rechtwinklig zu den Gängen aus dem Fels gesprengt. Unter dem Boden der Hauptstollengänge verlief ein begehbarer Versorgungsschacht, der neben Zu- und Abwasserkanälen elektrische Leitungen, Heizungs- und Klimarohre führte. Jedes Bunkersystem verfügte über mehrere Nebenstollen, die zu den Notausgängen führten. Heute sind diese Notausgänge ausnahmslos zugemauert. Einige der Bunkeranlagen waren miteinander verbunden, so zum Beispiel der Berghofbunker und der Bunker des Reichssicherheitsdienstes im Hotel zum Türken. Auch die Bunker von Burmann und Göring sollten miteinander verbunden werden, was Göring jedoch kurz vor der Vollendung verhinderte. Er wollte auch in dieser Hinsicht unabhängig sein. Nur hochwertigste Materialien wurden beim Bunkerbau verwendet. Von Materialknappheit keine Spur. Funkanlagen sollten die Verbindung zur Außenwelt sichern. Burmanns Bunker war mit allen erdenklichen technischen Raffinessen ausgestattet. In einem Seitenteil des Bunkers wurde ein Luftlagezentrum eingerichtet, von dem aus die Flakabwehr des Obersalzbergs geleitet werden konnte. Eine riesige Landkarte Mitteleuropas war auf einer Milchglasscheibe aufgezeichnet. Durch indirekte Lampen konnten hier die gerade stattfindenden Luftangriffe übersichtlich dargestellt werden. Ausführliche Informationen über die unterirdischen Bunkeranlagen des Obersalzbergs bietet die mehrteilige Dokumentation Hitlers Bunkeranlagen auf dem Obersalzberg, die bei der BEGA Film- und Videoproduktion erhältlich ist. Doch zurück ans Tageslicht. Die Reste der Theaterhalle werden langsam vom Unkraut überwuchert. Nur noch spärliche Fundamentreste erinnern an ein Gebäude, in dem Tausende von Arbeitern bei Filmen mit Heinz Rühmann oder Theo Lingen in schallendes Gelächter ausbrachen. An der Ruine des Moslaner Teehauses hat sich seit den umfangreichen Plünderungen in den Jahren nach dem Krieg kaum etwas verändert. Sicher ist es die unzugängliche und relativ unbekannte Lage des Gebäudes, die dazu beigetragen hat, dass die Ruinenreste des ehemaligen Teehauses seit über 60 Jahren nahezu unverändert geblieben sind. Bis heute hat der Berg die Ruhe der ursprünglichen Abgeschiedenheit nicht wiedergefunden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die letzten Relikte der bewegten Vergangenheit beseitigt sind –